Artikelnummer SCP-071. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-071 befindet sich in einer modifizierten Standardverwahrzelle für Humanoide ohne direkte Beobachtungsmöglichkeiten. Die Beobachtung von SCP-071 darf nur über Überwachungskameras mit einer Verzögerung von mindestens 60 Sekunden erfolgen. Experimente mit SCP-071 dürfen nur mit Genehmigung von mindestens 2 Level 4 Standortdirektoren durchgeführt werden und das Personal darf die Verwahrung von SCP-071 nur in Gruppen von mindestens 4 Personen betreten. Personen, die ein ungewöhnliches oder zwanghaftes Verhalten zeigen, müssen sofort aus dem Bereich entfernt, einer vollständigen psychiatrischen Untersuchung unterzogen und entweder ein C-Klasse-Amnestetikum erhalten oder, je nach Situation, versetzt werden. Unter keinen Umständen darf es dem Personal gestattet werden, SCP-071 direkt oder durch unverzögerte Überwachungsaufnahmen zu beobachten. Alle visuellen Aufzeichnungen und Fotos von SCP-071 müssen sofort vernichtet werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Beschreibung: Bei SCP-071 handelt es sich um ein metamorphes Wesen, das die Fähigkeit besitzt, Formen anzunehmen, die dem stärksten sexuellen Verlangen seines Beobachters entsprechen. Diese Fähigkeit ist selbst durch Barrieren hindurch wirksam, die verhindern sollen, dass SCP-071 Beobachter erkennt, wie etwa durch die Linsen von Überwachungskameras oder Einwegspiegel. Sie kann aber durch eine Verzögerung der Überwachungsaufnahmen neutralisiert werden, die dafür sorgt, dass die Beobachtung nicht in Echtzeit erfolgt. SCP-071 scheint nicht in der Lage oder nicht willens zu sein, seine Form ohne äußere Reize zu ändern, sondern bleibt in der letzten Form, solange es nicht beobachtet wird. Die Formen, die SCP-071 annehmen kann, scheinen kaum oder gar nicht begrenzt zu sein. Siehe Anhang 071-01 für weitere Informationen. SCP-071 scheint intelligent zu sein. Da es jedoch keine Möglichkeit für eine verbale Kommunikation besitzt und sein Verhalten sich auf Dinge beschränkt, die seine Beobachter zu sexuellen Handlungen verleiten sollen, ist nicht bekannt, ob SCP-071 tatsächlich über ein Bewusstsein verfügt oder lediglich das von seinen Beobachtern erwartete Verhalten nachahmt. Menschliche Probanden, denen sexuelle Handlungen mit SCP-071 gestattet wurden, litten unter einer raschen Atrophie der Muskeln, der Skelettstruktur und der Gehirnfunktionen, die 1 bis 2 Tage nach dem Kontakt einsetzte. Diese Atrophie hält bis zu 7 Tage an. Der Effekt kann durch den Einsatz von Physiotherapie nach Einsetzen der Symptome gemindert werden, obwohl es bei manchen Probanden auch zu einer dauerhaften Abnahme der Statur, einer verringerten Organfunktion, einer verringerten Gehirnmasse und Sterilität kommen kann. Personen, die durch Selbstbefriedigung mittels SCP-071-haltiger Medien mit oder ohne Videoverzögerung einen Orgasmus erreichen, erleiden die gleichen Auswirkungen. Die Foundation wurde am auf SCP-071 aufmerksam, nachdem aufgrund anhaltender medizinischer Vorfälle, die auf einem Kontakt mit SCP-071 zurückzuführen sind, werden derzeit Anstrengungen unternommen, alle visuellen Aufnahmen von SCP-071 aus dem Internet zu entfernen. Anhang 071-01. Anmerkung: Die Fähigkeiten von SCP-071, seine Gestalt zu verändern, scheint nicht auf normale menschliche Subjekte beschränkt zu sein. Am nahm SCP-071 die Gestalt eines weiblichen Golden Retrievers an, als das Subjekt D7883 gezeigt wurde. D7883 reagierte schockiert und weigerte sich, mit dem Experiment fortzufahren, obwohl die physiologischen Zeichen des Subjekts auf einen Zustand sexueller Erregung hindeuteten. Nahm SCP-071 die Form einer weiblichen menschlichen Leiche an, als es D8762 gezeigt wurde. Das medizinische Personal bestätigte das völlige Fehlen von Lebenszeichen und SCP-071 erlitt durch die Verwandlung keinen Schaden. Später nahm es die Gestalt eines jährigen männlichen Subjektes an, als es
der 8765 gezeigt wurde. Dr.